Ja, ich möchte mich zunächst einmal für die Einladung herzlich bedanken. Ich finde es ganz wunderbar, dass so viele Menschen zusammenkommen, um sich an einem Abend einen Vortrag über die Liebe anzuhören. Das finde ich sehr erstaunlich, sehr schön, das freut mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das hat nicht nur was mit Ihrer Anwesenheit hier zu tun in dieser Masse, sondern auch damit, dass ich gerade von einem Radiosender interviewt worden bin und die Dame sagte mir sehr locker, sagen Sie doch mal in 2 Minuten das Wesentliche Ihres Vortrages. Ja, eigentlich könnte ich Ihnen das jetzt auch sagen und dann wieder gehen, aber und dann hat sie das eine ganze noch auf die Spitze getrieben und hat gesagt, und wie lange sind Sie denn nun mit Ihrer Frau zusammen? Und dann habe ich gesagt, seit 33 Jahren und 4 Kinder haben wir. Und dann sagt sie, ja, und was, wie haben Sie das gemacht? Was ist das Geheimnis Ihrer Beziehung? Und dann habe ich gesagt, wenn Sie ganz kurz das haben wollen, die Geduld meiner Frau. Gut, ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass ich hier Multitasking betreiben muss. Ich muss also ganz locker mit Ihnen sprechen und muss hier noch einen kleinen Apparat bedienen. Sind die Handys ausgeschaltet? Ja, der Titel meines Vortrages, Die Liebe, der Alltag und ich, es geht um das Thema Partnerschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Zunächst zum Thema, die 2 Hälften einer Kugel, die Sehnsucht nach der großen Liebe. Ich glaube, dass die große Liebe oder überhaupt die Liebe zwischen 2 Menschen nicht erst dann beginnt, wenn sich 2 Menschen treffen, die miteinander in Liebe fallen, sondern dass wir in uns schon eine Sehnsucht tragen, bevor wir einen Partner treffen. Die Liebessehnsucht steht am Anfang jeder Liebesbeziehung. Noch bevor wir einen Menschen kennen und lieben lernen, haben wir ein inneres Bild von ihm oder ihr, nicht als Person, aber als umfassende Antwort auf unsere tiefsten Wünsche. Wir scheinen zu wissen oder besser zu fühlen, wie diese Liebesbeziehung sein sollte. Wir haben ein inneres Traumbild von ihr. Wir kennen sie manchmal aus vorherigen Erfahrungen, wir kennen sie in Teilen, wir haben sie vielleicht in ihren verschiedenen Erscheinungsformen schon einmal erlebt, aber als ganze, einheitliche, alle Formen der Liebe enthaltende und sie dennoch übersteigende Erfahrung besteht sie nur in unserer Sehnsucht. Dort ist Liebe sowohl Nähe, Verschmelzung, Erotik, Zärtlichkeit, als auch Sexualität, Sorge, Bindung, Intimität, Leidenschaft, Verbindlichkeit und vieles andere mehr. Aber sie ist immer auch noch mehr als das alles zusammen. Sie ist romantische, spielerische, freundschaftliche, besitzergreifende, pragmatische und altruistische Liebe in einem. Sie bedeutet, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint haben könnte. Aber als Sehnsucht bleibt sie göttlich und himmlisch und damit mit dem Irdischen irgendwie nicht vereinbar. Im Vergleich mit der Liebesbeziehung ist die Liebessehnsucht also immer noch größer, unersättlicher und umfassender, als es eine Wirklichkeit jemals sein kann. Und auch wenn wir in einer konkreten Liebesbeziehung unsere Sehnsucht befriedigen können, so scheint dies jeweils nur für eine begrenzte Zeit und in einer begrenzten Realität möglich zu sein. Gegen die Liebessehnsucht hat die reale Liebesbeziehung, und das ist mir wichtig, kaum eine Chance, vielleicht in besonderen Momenten des Glücks, aber nicht dauerhaft. Es gibt mindestens 2 Wege, wie sich die Liebessehnsucht und eine konkrete Person begegnen können. Man kann zunächst eine Idee oder ein inneres Bild von einer Liebessehnsucht haben, die sich dann an eine konkrete Person bindet. Man kann aber auch eine Person kennen, die all diese imaginären Sehnsüchte auslöst, die zum Synonym oder Sinnbild der Liebessehnsucht wird. Dennoch bleibt eine Gemeinsamkeit: immer werden innere Bilder der Liebessehnsucht und einer umfassenden Liebe verknüpft mit einer Person. Psychologisch gesehen ist es eine Projektion von Liebessehnsüchten und Idealen in eine konkrete Person oder eine Liebesbeziehung. Man begegnet sich also zunächst mal in den gegenseitigen Projektionen der Liebessehnsüchte.
Woher kommt diese tiefe und nahezu unersättliche Liebessehnsucht des Menschen? Warum genügen wir uns nicht selbst? Eine der schönsten Antworten auf diese ewige Frage findet sich bereits bei Platon in seiner Geschichte von den Kugelmenschen. In seiner Schrift Symposion 384 vor Christus lässt Platon den Dichter Aristophanes die Geschichte von den Kugelmenschen erzählen. Nach Aristophanes war damals, Zitat, die ganze Gestalt eines Menschen rund, in dem Rücken und Seiten eine Kugel bildeten. Hände aber hatte ein jeder vier und ebenso viele Füße und zwei einander völlig gleiche Gesichter auf einem kreisrunden Halse, für beide einander entgegengesetzt liegende Gesichter aber einen großen gemeinsamen Kopf, zu dem vier Ohren und zwei Schamglieder und alles andere, wie man es sich hiernach wohl ausmalen kann. Man ging nicht nur aufrecht wie jetzt beliebig in der einen oder anderen Richtung, sondern, wenn sie es eilig hatten, machten sie es wie die Radschlager, die mit gerade emporgestreckten Beinen sich im Kreise herumschwingen. Auf ihre damaligen acht Gliedmaßen gestützt, bewegten sie sich im Kreisschwung rasch vorwärts. So gab es denn der Geschlechter drei und von dieser Beschaffenheit, und das aus dem Grunde, weil das Männliche ursprünglich von der Sonne stammte, das Weibliche von der Erde und das aus beiden Gemischte vom Mond, denn dieser hat Teil an beiden, an Erde und Sonne. So waren sie denn, sie selbst, wie auch ihr Gang kreisförmig, weil sie ihren Eltern ähnlich waren. Sie waren demnach von gewaltiger Kraft und Stärke und von hohem Selbstgefühl. Ja, sie wagten sich sogar an die Götter heran. Soweit Platon, das zerschnittene Paar. Hier wird den Liebenden aus der Seele gesprochen. Sie fühlen sich in der Einheit so stark, als seien sie Kinder von Sonne und Erde und könnten es als solche sogar mit den Göttern aufnehmen. Den Göttern allerdings gefiel diese Entwicklung ganz und gar nicht. Sie hielten Rat und an dessen Ende kam Zeus zu einem Entschluss, wie mit den Kugelmenschen weiter umzugehen sei. Zeus sprach: Ich werde jeden in zwei Hälften zerschneiden und die Folge wird sein, dass sie nicht nur schwächer, sondern auch nützlicher werden, weil sie an Zahl dann mehr geworden sind. Fortan werden sie aufrecht gehen auf zwei Beinen. Daraufhin zerschnitt Zeus persönlich die Kugelmenschen und wies Apoll an, die Schnittflächen zu verheilen. Dieser drehte ihnen das Gesicht um, zog von allen Seiten die Haut über der jetzt Bauch genannten Fläche zusammen und band sie dann auf der Mitte des Bauches zusammen wie einen Schnürbeutel, indem er eine Öffnung ließ, die man jetzt Nabel nennt. So entstand die Sehnsucht nach einem anderen Menschen. Und seither suchen alle Menschen ihre andere, bessere Hälfte. Als nun so ihre ursprüngliche Gestalt in zwei Teile gespalten war, ward jede Hälfte von Sehnsucht zur Vereinigung mit der anderen getrieben. Sie schlangen die Arme umeinander und schmiegten sich zusammen, voll Begierde zusammenzuwachsen. Dies ist die Geburtsstunde der Liebessehnsucht. Jede einzelne Hälfte, jeder einzelne Mensch erscheint unvollständig und sehnt sich nach der Vereinigung mit einem anderen, seiner anderen Hälfte. Aus diesem Bild von Platon ergibt sich natürlich berechtigt eine ganz wesentliche Frage. Gibt es für jeden Menschen nur eine passende andere Hälfte? Oder passt zu jeder Hälfte auch jede andere Komplementäre? In dem Gleichnis von Platon sind beide Varianten denkbar. Grundsätzlich passen alle Menschen zusammen, weil immer eine Hälfte in Vereinigung mit einer anderen ein Ganzes, eine Einheit entstehen lässt. Andererseits ist in dem Gleichnis aber auch die romantische Idee enthalten, dass es irgendwo die eine wahre, wirkliche andere Hälfte eines Menschen gibt, die passt wie keine andere. Das wäre dann der oder die einzige, die wahre Liebe, bei deren Anblick der Blitz in beide fährt, sie von Amors Pfeilen getroffen werden und sie sich ihrem Schicksal
das nur von den Göttern vorherbestimmt sein kann, ergeben müssen. Wenn zwei Menschen sich verlieben, dann empfinden sie es anfangs so, als ob sie ihre andere Hälfte wirklich gefunden hätten. Im Zentrum der Liebessehnsucht steht die Idee der großen Liebe des Lebens. Man sagt, man erkenne die große Liebe auf den ersten Blick und beide wissen sofort, dass nur... Habe ich was Falsches gesagt? Der Tontechniker mag das nicht, oder was? Also, ich versuche es nochmal. Wenn es an der gleichen Stelle was ist, dann ist es inhaltlich falsch. Man sagt, man erkenne die große Liebe auf den ersten Blick und beide wissen sofort, dass nur das Schicksal sie zusammengeführt haben kann. Ich habe es geschafft. Die Idee der großen Liebe ist zeitlos und in dieser zeitlosen Ewigkeit überwindet sie die Begrenzungen des Lebens, vor allem des Todes. Ebenso wie Gott die Angst vor dem Sterben und dem Tod bändigt, so scheint die große Liebe zumindest in der Idee den Tod nicht zu fürchten. Noch heute geloben sich die Paare bei der Heirat ewige Liebe und Treue, bis dass der Tod uns scheide. Die Liebe des Lebens, die große, einzige, ist also auch daran erkennbar, dass sie ein besonderes Verhältnis zum Tod hat. Die lebenslange Liebe ist der sehnlichste Wunsch der Liebenden und zugleich der Nachweis ihrer außergewöhnlichen Größe. Und wenn sich dieser Wunsch erfüllt, wenn die Liebe bis in den Tod geht, dann hat sie ihre Berechtigung, dann hat sie damit den Nachweis der eigenen Größe erbracht. Die große Liebe befreit den Menschen von allen irdischen Zwängen und Einschränkungen. Sie hebt die Gesetze von Raum und Zeit auf, ja sogar die Gesetze der Schwerkraft, wie man zum Beispiel an den Bildern von Marc Chagall sehr schön sehen kann. Die Angst vor dem Sterben und Tod war schon immer die größte Angst der Menschen. Und die Idee der großen Liebe, dieser säkularisierte Gott, das wichtigste Mittel gegen diese Angst. Daneben hat die Idee der großen Liebe noch eine zweite Aufgabe, nämlich die Bändigung der menschlichen Aggression. Die Stärke einer großen Liebe ergibt sich auch daraus, dass sie auf einer alten Liebe aufbaut und sich alte und neue Liebe verbinden. Dabei werden viele positive Beziehungselemente einer alten Beziehung auf die heutige Liebesbeziehung übertragen und erfahren in ihr eine Fortsetzung, vielleicht sogar eine Vollendung. Das ist es, was ihre Liebe so stark macht, so verlässlich und so überzeugend sein lässt. Die große Liebe ist psychologisch gesehen eine Übertragungsliebe. Wenn ich mit Klienten spreche und sie mir ihre große Liebe versuchen zu erklären, dann fallen manchmal Sätze wie: Wir kennen uns zwar erst seit 3 Wochen, aber es fühlt sich an, als ob es schon 3 Jahre sind. Ich habe solch ein tiefes Gefühl der Vertrautheit, wie ich es mit einem Partner so schnell und so tief noch nie erlebt habe. Diese Art von Vertrautheit ist so wunderschön, wie sie gleichzeitig sie zum Nachdenken anregen sollte. Nun gibt es natürlich die Frage, gibt es mehrere große Lieben des Lebens? Darauf kann man sicherlich verschiedene Antworten geben. Es gibt eine Antwort der Demografen: Wenn wir so weitermachen, die Kinder, die jetzt geboren werden, werden durchschnittlich an die 100 Jahre alt. Es wäre vermessen, dann nur noch von einer großen Liebe des Lebens zu sprechen. Gleichzeitig könnte man sagen, die Statistik sagt uns, dass durchschnittlich weltweit alle Ehen, also registrierten Ehen, 4,5 bis 5 Jahre dauern. Bei 100 Jahren kriegt man ungefähr also 14 bis 18 große Lieben des Lebens in ein Leben rein. Also man kann da statistisch antworten, man kann da demografisch antworten. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Lieblingsantwort auf diese Geschichte stammt von Toni Morrison, die erste schwarze Literatur-Nobelpreisträgerin. Die wurde nämlich mal gefragt von Studentinnen, ob es nur eine große Liebe im Leben gäbe. Und daraufhin hat sie geantwortet: Es gibt wahrscheinlich 7, aber dafür müssen sie reisen. Ich komme zum Thema gefühlte Nähe, die Angst der Stachelschweine vor Nähe. Emotionale Nähe ist vielleicht das wichtigste menschliche Grundbedürfnis.
Und das gilt schon für Rhesusaffen. In einem alten und bekannten Experiment hat man jungen Rhesusaffen eine Drahtmutter zur Verfügung gestellt, bei der sie Nahrung bekamen, und als Alternative eine Kuschelmutter, bei der sie kuscheln konnten, aber nichts zu essen bekamen. Die kleinen Affen haben die Kuschelmutter immer der nahrungsspendenden Drahtmutter vorgezogen. Kuscheln ist wichtiger als Essen. Bei Säuglingen ist dieses Bedürfnis nach emotionaler Nähe zu einer Bezugsperson anscheinend noch stärker ausgeprägt. Wenn man sie nur mit Nahrung und Kleidung versorgt, aber ihnen keine Liebe, Aufmerksamkeit, Zuwendung und körperliche Wärme gibt, dann entstehen nicht nur starke Entwicklungsstörungen, sie können an diesem Mangel sogar sterben. Emotionale Nähe ist ein Hauptmerkmal von Liebesbeziehungen. Was ist emotionale Nähe? Emotionale Nähe bietet Schutz und Geborgenheit vor den Gefahren des Alltags. Sie verleiht das Gefühl der Sicherheit. Sie bedeutet Bindung. Sie ist ein Garant gegen die Einsamkeit und alle Formen des seelischen Schmerzes. Kann man am Verhalten eines Menschen ablesen, ob und wie viel emotionale Nähe er gibt oder geben kann? Ist ein Streicheln Ausdruck einer emotionalen Nähe? Oder soll mit diesem Streicheln emotionale Nähe hergestellt werden? Sind also symbolische Handlungen wie ein Streicheln ein Hinweis auf die Existenz von emotionaler Nähe in einer Liebesbeziehung oder auf ihr Fehlen? Dies lässt sich jeweils nur in einer konkreten Paarbeziehung beantworten. Der zentrale Begriff für eine emotional nahe, intensive, liebevolle Beziehung ist aus meiner Sicht der Begriff Intimität. Intimität nicht in einem sexuell leidenschaftlichen Sinne verstanden, sondern Intimität in seiner ganzen tiefen Dimension. Selbsteröffnung heißt das Zauberwort, mit dem man Intimität herstellen und halten kann. Paare können anscheinend nur dann emotionale Nähe herstellen, wenn sie gegenseitig und immer wieder sich eröffnen, sich mitteilen, sich erklären und sich auf diese Weise gegenseitig verstehen wollen. Verstehen und verstanden werden ist ein gegenseitiger Prozess. Ich habe neulich eine Statistik gelesen. Im Schnitt kommunizieren Paare 6 bis 8 Minuten pro Tag miteinander. Zu dieser Kommunikation gehört im Wesentlichen: ist noch Käse im Kühlschrank, Liebling? Warst du schon mit dem Hund draußen? Leben die Kinder noch? Was macht der Wasserschaden? Diese Art von Alltagskommunikation ist natürlich nicht unbedingt sehr wesentlich, sondern ist wirklich sehr alltäglich. Was ich mit einer Intimität im Sinne einer gegenseitigen Selbsteröffnung meine, sind eher Mitteilungen im Sinne von: mir geht's heute nicht gut, ich fühle mich heute klein und bedürftig, ich brauche deine Nähe, lass uns mal was zusammen machen. Wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Was wollen wir miteinander unternehmen und so weiter? Persönliche Mitteilung, das ist das Wesentliche. Damit komme ich zu der Frage: wie kann emotionale Nähe im Alltag in einer Paarbeziehung hergestellt werden? Der einfachste Weg ist immer noch die direkte Kommunikation über positive Gefühle oder über intime Mitteilungen. Es sind selbst erfundene Koseworte, Berichte über gemeinsame Erlebnisse der Vergangenheit oder spezielle Formulierungen, deren Bedeutung sich nur dem anderen erschließen. Wenn Sie mal kurz nachdenken wollen oder wenn Sie nachher nach Hause gehen, mal darüber nachdenken möchten, überlegen Sie doch mal, ob Ihnen 1, 2, 3 Worte oder Redewendungen einfallen, von denen Sie wissen, dass nur Ihr Partner oder Ihre Partnerin die versteht. Dies meine ich mit intimen Codes. Und diese besonderen Worte, also ich meine jetzt nicht Hasi oder Schnauzi-Dauzi, das sagen doch alle. Ich meine sowas etwas ganz Besonderes, sowas ganz Schnuckeliges, sowas, Sie wissen schon, was ich meine. Also diese Begriffe, je mehr Sie von diesen Begriffen finden, desto näher sind Sie an einer bestimmten Intimität. Und wenn nur Ihr Partner oder Ihre Partnerin das versteht, dann haben Sie damit eine Art von intimer Kommunikation entwickelt, die den Effekt hat, die Paarbeziehung zu fördern und gleichzeitig zu stabilisieren.
Also solche partspezifischen Mitteilungen sind intime Codes, die sowohl Ausdruck einer intimen Beziehung sind, als auch ihre permanente Erneuerung und Verstärkung. Hier wird dann Intimität ausgetauscht, erschaffen, vertieft und erneuert. Und zugleich stellt sich quasi nebenbei als eine Art Nebenprodukt emotionale Nähe ein. Wenn Botschaften und Intimitäten zwischen Partnern ausgetauscht werden, entstehen automatisch Gefühle der Verbundenheit und Nähe. Dies ist zudem das Geheimnis glücklicher Paare. Solche Paare unterscheiden sich von anderen Paaren dadurch, dass sie mehr miteinander kommunizieren, sich austauschen und mitteilen, aber zudem in diesem Prozess Worte, Bilder, Begriffe und Erlebnisse einfließen lassen, die nur sie verstehen oder die nur sie mit bestimmten Erlebnissen und Gefühlen verbinden können. Ich komme zum Thema Kommunikation, vor allen Dingen Kommunikation unter Stress. Hat ja sehr viel mit dem Alltag zu tun. Die partnerschaftliche Kommunikation unter Stress kann durch zwei Aspekte gekennzeichnet werden. Erstens wird sie zunehmend negativ und zweitens wird sie irgendwann ganz eingestellt. Meist stellt das Schweigen eine Art Endstadium einer sterbenden Beziehung dar und wahrscheinlich kann dann nur noch die Angst vor dem drohenden Verlust der Beziehung oder vielleicht dann auch eine Paartherapie helfen. Neulich sagte mir eine Klientin in der Paartherapie, wissen Sie eigentlich, warum ich so gerne zu Ihnen komme? Ich gucke sie ganz aufmerksam an. Er sagte, ja, weil ich hier bei Ihnen erfahre, wie mein Mann denkt und fühlt. Meine Aufgabe ist natürlich wiederum dafür zu sorgen, dass die das auch mit nach Hause nehmen. Es nützt ja gar nichts, wenn sie das in der Paartherapie schaffen. Das ist dann der Unterschied zwischen der endlichen und der unendlichen Therapie. Ich möchte gerne hart daran arbeiten, meinen Berufsstand überflüssig zu machen. Nicht jede Kommunikation dieser Art treibt das Paar in die Nähe von Trennung und Scheidung. Es kommt auf das Verhältnis von positiver und negativer Kommunikation in einem bestimmten Zeitraum an. Positive Kommunikationen sind beispielsweise freundlich und zugewandt sein, sich anlächeln, sich zärtlich berühren, sich Komplimente machen, auf den anderen zugehen, Verständnis zeigen. Humor und positive Lebenseinstellung gehören ebenso dazu wie gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame angenehme Erfahrungen im Alltag oder einfach nur zuhören. Solche Erlebnisse und Verhaltensweisen reduzieren nicht nur das Stresserleben, sondern haben sich geradezu als Schutzfaktoren einer zufriedenen und dauerhaften Bindung erwiesen. Wenn Sie in der Lage sind, glaubhaft in dieser Weise mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zu kommunizieren, dann können Sie sich für 5 positive Kommunikationsformen auch mal eine negative in der Woche leisten. Mein privater Tipp wäre, reklamieren Sie einfach, dass Sie schon 5 gemacht haben, wenn Sie zu der einen negativen kommen. Drittens, die negativen Kommunikationsformen sind nach einem großen Forscher namens Gottman vor allem 4, die er die 4 apokalyptischen Reiter genannt hat. Der erste betrifft eine Form der Kritik, die aus einem einmaligen Ereignis eine generelle Haltung werden lässt. Wie zum Beispiel, du kommst immer zu spät. Der zweite große Fehler in der Paarkommunikation heißt Verachtung und bezieht sich auf den Umgang mit Aggressionen. Du bist einfach die letzte Schlampe. Rechtfertigung ist der dritte Kommunikationsfehler. Er bezieht sich auf den Fall, dass man selbst vom Partner angegriffen wird und sich zur Wehr setzt. Solche Gegenwehr oder Gegenkritik kann, auch wenn sie noch so berechtigt ist, einfach zu krass ausfallen. Dann fallen Sätze wie, und du bist ein völliger Chaot, und du hast dein Leben noch nie auf die Reihe gekriegt, an deiner Stelle würde ich das Maul nicht so aufreißen, du Idiot hast es selbst noch nie geschafft, und so weiter. Dies sind Sätze, die eine hohe Befriedigung aggressiver Impulse ermöglichen. Man kann so richtig schön zurückschlagen. Aber auch sie haben negative Langzeitwirkungen, nicht nur bei extrem nachtragenden Menschen. Damit wir uns jetzt nicht missverstehen,
Es geht nicht darum, die durch den Partner bzw. sein Fehlverhalten ausgelösten Aggressionen wegzumachen, sozusagen weichzuspülen, in Liebe und Watte zu verpacken und dann in endloser Güte zu lächeln, während man möglicherweise denkt, du blöder Kerl. Zeigen Sie ruhig Ihre Aggressionen, aber bleiben Sie dabei in der Situation. Bleiben Sie konkret in Bezug auf ein Fehlverhalten und machen Sie aus Ihrer Gegenwehr oder Kritik keine grundlegende negative Persönlichkeitseigenschaft Ihres Partners. Sonst riskieren Sie nämlich die berechtigte Rückfrage: Und warum bist du überhaupt noch mit solch einem Idioten, Monster, Chaoten, Versager zusammen? Beide Partner müssen bei einem solchen Streit immer das Gefühl haben, dass sie sich miteinander streiten, weil sie ein bestimmtes Verhalten ändern wollen. Wenn sie mit dem Fehlverhalten eines Menschen die ganze Person zum Versager erklären, dann haben sie sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Der vierte Fehler heißt Rückzug. Dies ist die letzte und verzweifelte Reaktion, besteht darin, nichts mehr zu sagen, den Partner nur noch abblocken zu lassen, emotional abzukühlen und zu versteinern. Das ist nicht nur eine Form des Selbstschutzes, sondern auch eine Art der Bestrafung des Partners, die ihm das Gefühl gibt, es nicht mehr wert zu sein, dass man überhaupt noch mit ihm redet und ihn eines Gefühls für würdig zu halten. Ignorieren ist weit jenseits der offenen Aggression und geht auch schon über das Mitleid hinaus. Wenn man auf diese abblockende Weise den anderen ignoriert, seine Reden gar nicht ernst nimmt und wahrnimmt, nur noch durch ihn hindurchschaut, dann löscht man damit seine Existenz als Gegenüber, zumindest für den Moment. Wie soll man als solcher Art Ignorierter, keiner Emotion mehr würdiger, überhaupt dann noch reagieren? Die verzweifelte Selbstachtung zwingt dann zum Abbruch der Kommunikation. Wenn ich es nicht mehr wert bin, von dir angeschaut und als Mensch wahrgenommen zu werden, wenn ich nicht mal mehr eine Antwort verdiene, dann kann ich mich nur noch in mich selbst zurückziehen und wenn wir Glück haben, können wir später nochmal miteinander reden. Einige Jahre nach der Entdeckung dieser vier apokalyptischen Reiter hat Gottman 1998 noch einen fünften hinzugefügt, den er Belligerence nannte. Dazu gehören Aussagen wie: Du kannst dich auf den Kopf stellen, ich mache trotzdem, was ich will. Ich gehe heute aus und zwar mit und du kannst machen, was du willst. Ich fahre in den Urlaub und mir ist egal, was du machst und so weiter. Literarisch das beste Beispiel ist hier: Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Von Albert Albee, wunderbar verfilmt mit Liz Taylor und Richard Burton in der Hauptrolle. Bei Streitpaaren entbrennen die Streits an den belanglosesten Differenzen. Was ist zum Beispiel die kürzere der beiden Abkürzungen zwischen zwei Orten? Ob der Farbton am Kleid der Nachbarin eher ins bläuliche oder mehr ins rötliche Lila geht? Ob die Gummistiefel der Kinder auf der Treppe oder vor der Treppe ausgezogen werden sollten, ob der Begriff animalisch überhaupt auf Menschen anwendbar ist oder ob das berühmte 5 Minuten eigentlich ein 4-Minuten-Ei ist. Der darauf folgende Streit wird immer grundsätzlich, geht bis zur persönlichen Verletzung und Entwertung, verliert schon nach kurzer Zeit den Anlass aus den Augen und hat eine vollkommen verselbstständigte Dynamik. Ich hatte das auch mal bei einem Paar, wenn die reinkamen, bin ich gleich als erstes auf die Fenster zugestürzt und habe die Fenster zugemacht. Weil man ja auch seinen Nachbarn nicht alles zumuten kann. Anders als bei Gewaltehepaaren, bei denen nach ca. 12 Sekunden Streit entweder zur Gewalt übergegangen oder aber das Gespräch abgebrochen wird, kosten solche Streitpaare in wahrhaft sadomasochistischer Manier den Streit aus, genießen und perfektionieren ihn. Besonders kunstvoll wird es dann, wenn jede der Parteien schon im Voraus, also so wie beim Schachspiel zum Beispiel, die Antworten des anderen kennt, sie in seinen eigenen Angriffen vorwegnimmt, zu umgehen oder zu entkräften versucht. Die Rivalität ist der Hintergrund, der Kampf um die eigene Autonomie der Kern, und die zeremonielle oder rituelle Aggression, die äußere Erscheinung dieses wahrhaft titanischen Kampfes.
Manchmal habe ich auch bei solchen Streitpaaren den Eindruck, dass sie so wenig zu einer positiven Kommunikation in der Lage sind, so wenig in der Lage sind, positiv Kontakt aufzunehmen, dass der negative Kontakt die einzige Möglichkeit ist, überhaupt miteinander in Kontakt zu sein. Wandlungen unter Stress. Zu den wahrscheinlicheren Folgen von chronischem Stress gehört auch die banale und alltägliche Erfahrung vieler Paare, dass chronischer Stress die unangenehmen Seiten der eigenen Persönlichkeit oder der des Partners offenlegt. Unter Stress werden Paare dazu gezwungen, das Ideal von sich selbst, vom anderen und auch von ihrer Beziehung leidvoll zu korrigieren. Tritt nun bei Stress der wahre Kern der Persönlichkeit hervor oder zeigen die Menschen dann nur ihre hässlichen Seiten, die man in der Verliebtheit vorher gar nicht gesehen oder nicht wahrhaben wollte? Zumindest lässt sich in einer stressigen Zeit eine vollkommene Idealisierung des Partners nicht mehr aufrechterhalten. Dann erscheint der ehemals starke Partner schwach, der Tolerante erscheint intolerant, der Selbstsichere plötzlich ängstlich, der Verständige dominant und ignorant. Was ist nun schlimmer für einen verliebten Partner? Diese Eigenschaften plötzlich am anderen zu erkennen oder zu realisieren, dass man den Partner so sehr idealisiert hat, dass man blind war vor Liebe. Mozart oder Rap? Ich komme zum Thema Sexualität. Mozart oder Rap bezieht sich darauf, dass man eine Untersuchung gemacht hat und man hat festgestellt, dass Frauen am liebsten Mozart bei der Sexualität als Hintergrundmusik haben und Männer Rap. Auf jeden Fall, ich weiß nur eins, also gleichzeitig kann man diese beiden Musikarten nicht hören. Sexualität ist nicht nur schön, angenehm, entspannend und eine wunderbare Art, seine Freizeit, seinen Urlaub oder seine Nächte zu verbringen. Sie hat auch etwas Bedrohliches, weil darin der scheinbar autonome Mensch der Moderne seine tiefste Abhängigkeit spürt. Die Abhängigkeit von seinen biologischen Bedürfnissen einerseits und die Abhängigkeit von anderen Menschen bei der Befriedigung dieser biologischen Bedürfnisse. Insofern muss diese dunkle Seite der Sexualität allein schon Angst auslösen, als Angst vor einem Autonomieverlust. Aber hinzu kommen in der Sexualität eine ganze Reihe weiterer Ängste. Die Angst vor Zurückweisung, die Angst vor dem Versagen und auch die Angst vor dem Verlust des Partners. Vielleicht muss auch noch die Angst vor dem Verlust der Selbstkontrolle erwähnt werden. Am deutlichsten wird sie in der Sexualität beim Orgasmus. Im Orgasmus entgleitet dem bewussten Ich für einige bedeutungsvolle Augenblicke die Kontrolle. Diese Empfindung ist ebenso fesselnd wie im Grunde genommen ängstigend. Die Selbstvergessenheit lässt einen Verlust der Selbstkontrolle fürchten. Sie führt dazu, dass viele Menschen den Orgasmus durch hektische Anstrengungen haben wollen, bevor er sie hat. Es lässt sich ja heute nichts mehr verkaufen ohne Sexualität, nicht mal eine Klobürste. Es wird alles sozusagen getaucht in irgendwelche sexuellen Anspielungen. Und man fragt sich wirklich, ob das wirklich ein sexuelles Erregungszeitalter ist. Ich glaube, das wirklich Neue an der modernen Sexualität ist ihre immense und übersteigerte Bedeutung, die sie für nahezu alle Lebensbelange des sogenannten postmodernen Menschen bekommen hat. So fragt sich beispielsweise ein alter Bekannter, der Sexualwissenschaftler Gunter Schmidt aus Hamburg, was ist das Besondere an der modernen Sexualität? Etwas, das eher altertümlich, traditionell, uralt anmutet und das doch in historischen Dimensionen gedacht brandneu ist. Dass Liebe und Sexualität zusammengehören, das heißt Sexualität besonders intensiv und erfüllend ist, wenn sie in Liebe geschieht, und dass Liebe sexuellen Ausdruck braucht, um sich zu verwirklichen.
dass Sexualität Intimität ist, das heißt sich nah sein, Geborgenheit, Vertrautheit. Dass Sexualität eine wichtige oder gar die wichtigste Grundlage von Partnerschaft und Ehe ist, dass eine befriedigende Sexualität eine ganz besonders wichtige Voraussetzung für Lebensglück ist. Bei so viel Bedeutung fällt allein die Vorstellung schwer, dass Paare ihre Sexualität locker, leicht, vielleicht sogar spielerisch leben und genießen oder vielleicht sogar dabei lachen. Solch eine Bedeutung macht noch mehr Druck und Angst, als ohnehin schon da ist. Konflikte über die Häufigkeit und die Art und Weise sexueller Kontakte gehören zu den schwersten Problemen in alltäglichen Partnerschaften. Sexuelle Unzufriedenheit in der Partnerschaft ist die häufigste Ursache für einen Seitensprung. Bei 76% der Männer und 84% der Frauen sind Defizite im Sexualleben Hauptgrund für diesen Schritt. Sind die Partner unzufrieden, weil in ihrer Liebesbeziehung etwas nicht stimmt und sie es folglich in der Sexualität am ehesten und am deutlichsten spüren, da es der intimste und sensibelste Bereich einer Liebesbeziehung ist? Oder haben sie sexuell keine Lust mehr aufeinander und miteinander, führt also die Sexualität ein Eigenleben, unabhängig von der sonstigen Liebesbeziehung? Beide Fragen sind mit einem eindeutigen Ja zu beantworten und wahrscheinlich gibt es noch eine dritte Variante, bei der sowohl Partnerschaftskonflikte sexuell ausgedrückt werden, als auch zusätzlich sexuelle Konflikte bestehen, sodass sich beide Seiten zu einer sexuellen Katastrophe potenzieren. In der letzten Woche hatte ich ein Paar, das eine besondere Schwierigkeit hatte, die gar nicht so selten ist in schwierigen Partnerschaften, dass sie gesagt haben, sexuell verstehen sie sich ganz toll, aber sobald sie den Mund aufmachen, wird es kompliziert. Auch das ist noch eine Variante. Friedhof in den Schlafzimmern. Ich habe im Jahre 2005 ein Buch veröffentlicht zum Thema Liebesaffären zur Psychologie leidenschaftlicher Beziehungen. Und dann hat der Spiegel ein Interview daraus gemacht und als ich dann das Interview gelesen habe, stand oben drüber Friedhof in den Schlafzimmern. Also ich hatte dem Spiegel wirklich eigentlich zugetraut, eine etwas geistreichere Variante zu finden. Deswegen nehme ich das immer jetzt mit rein, um dem Spiegel einen in die Pfanne zu hauen. Die Daten und Fakten zur Lage der Sexualität in deutschen Paarbeziehungen sprechen eine eindeutige Sprache und rechtfertigen, auch wenn man so will, meine frühere Einschätzung von einem Friedhof in den Schlafzimmern. Während Martin Luther noch eine Häufigkeit von 2-mal pro Woche als gesund und erstrebenswert propagierte, erreichen einen solchen Wert heute nur noch verliebte Paare oder junge Paare. Am ehesten verliebte junge Paare, unter 30. Je länger die Menschen zusammen sind, desto geringer ist die Häufigkeit sexueller Kontakte. Also was ich jetzt sage, sind alles Zahlen aus Deutschland. Für Österreich trifft das alles überhaupt nicht zu. Hier ist das alles ganz anders. Und ich bin gerne bereit, mich aufklären zu lassen, was Ihre Zahlen sind. In Deutschland ist also folgende Misere zu konstatieren. In der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen etwa findet bei Paaren mit kurzer Beziehungsdauer unter 2 Jahren durchschnittlich 9 bis 10 Mal im Monat Geschlechtsverkehr statt, bei Paaren mit einer Beziehungsdauer von 2 bis 5 Jahren 6 Mal und bei Paaren, die 6 Jahre und länger zusammen sind, 4 bis 5 Mal im Monat. Mit 50 Lebensjahren erreichen langjährige Partner eine Art Schallgrenze. Bis zu diesem Alter nimmt die Häufigkeit koitaler Aktivität zwar kontinuierlich ab, aber die meisten Paare bleiben immerhin aktiv. Jenseits des 50. Lebensjahres jedoch ist die entscheidende Frage nicht mehr wie oft, sondern ob das Paar überhaupt noch miteinander schläft. Wie gesagt, Deutschland. Sexuelle Lustlosigkeit betrifft heute beide Geschlechter und erscheint von der Beziehungsdauer wesentlich beeinflusst. Nach 1 Jahr Beziehung sind davon 1/3 der Männer und knapp 60% der Frauen betroffen. Nach 6 Jahren etwa 40% der Männer und 80% der Frauen.
Frauen beschreiben sich heute mit Anfang 30 als lustlos, Männer mit Mitte oder Ende 40. Lustlosigkeit bei Männern ist eindeutig etwas Neues, während das Dauerthema Erektionsprobleme natürlich bleibt. Jetzt kommt etwas ganz Niederschmetterndes. Je höher die Bildung der Frau, desto größer ist ihre sexuelle Unzufriedenheit und desto geringer ihr Bedürfnis nach sexuellen Kontakten. Die sexuelle Leidenschaft scheint besonders von psychologischen Faktoren abhängig zu sein. Wenig oder kein Geschlechtsverkehr findet sich hingegen bei Partnern, die beide ein geringeres Selbstwertgefühl haben, die wenig gemeinsam unternehmen oder bei denen die Arbeit daheim aus weiblicher Sicht ungerecht verteilt ist. Ein hohes Selbstwertgefühl der Frau in Verbindung mit offener Kommunikation macht dagegen beide Partner zufriedener mit ihrem Liebesleben. Für die weibliche sexuelle Zufriedenheit war darüber hinaus auch noch die Fähigkeit des Mannes zu empathischer Kommunikation bedeutsam. Die gemeinsame Sexualität wird vollends eingestellt, wenn beide Partner darin übereinstimmen, dass ihre emotionale Beziehung zerstört ist. Wenn also der Paarbeziehung die emotionale Basis verloren geht, wird auch die Sexualität eingestellt. Sexuelle Beziehungsmuster. Welche Beziehungsmuster lassen sich bei einer reduzierten, lustlosen oder gar zeitweise eingestellten Sexualität in der Partnerschaft erkennen? Die wahrscheinlich normalste Variante besteht darin, dass ältere Paare mit gesundheitlichen Problemen Angst vor sexuellen Kontakten entwickeln, weil die Sexualität gesundheitlich kompliziert sein kann. Ich will da nicht in die Details gehen jetzt. Eine weitere naheliegende Erklärung für eine reduzierte partnerschaftliche Sexualität besteht in emotionalen oder auch persönlichen Verletzungen. So kann es zur Verweigerung einer gemeinsamen sexuellen Aktivität kommen, wenn einer der beiden Partner zu stark enttäuscht oder verletzt wurde, sodass ein emotionaler Bruch entstanden ist, der eine intime und leidenschaftliche Sexualität nicht mehr möglich macht. Solche Paare bleiben zwar zusammen, sind aber beide sexuell frustriert. Meist wird eine sexuelle Außenbeziehung zum Anlass genommen, die Paarbeziehung aufzulösen. Ein weiteres Beziehungsmuster betrifft den Leistungsaspekt. Wenn die Leistungsansprüche an eine leidenschaftliche Sexualität so groß werden, dass sie keine Alltäglichkeit, keine Mittelmäßigkeit oder Durchschnittlichkeit mehr zulassen, weil der eigene Selbstwert oder die Liebe mit einer stets besonderen Sexualität verknüpft werden, ist der Rückzug aus sexueller Überforderung zugleich ein Selbstschutzmechanismus. Das wahrscheinlich schwierigste und zugleich häufigste Beziehungsmuster betrifft den Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft. Wenn Paare Eltern werden, verlieren sie oft ihre gegenseitige sexuelle Attraktion. Sie sind nur noch Mutter oder Vater oder wie man in Hamburg sagen würde, Mutti oder Vati. Nicht mehr Mann und Frau, arbeiten im Alltag als Familie gut zusammen, haben aber kaum noch Sex miteinander. Dies kann durchaus für eine gewisse Zeitspanne normal sein, aber immer weniger gelingt es Paaren, nach einer Phase gemeinsamer Elternschaft zur leidenschaftlichen Paarbeziehung zurückzukehren. Ich habe immer wieder als eine der wesentlichen Eingangsfragen in meinen Paartherapien die Frage an die Paare, wann haben Sie denn so zum letzten Mal als Paar miteinander Zeit verbracht? Dann gucken sie mich manchmal etwas groß an und sagen, wie meinen Sie das? Meinen Sie so wie früher, als wir noch ins Kino gegangen sind oder miteinander tanzen gegangen sind oder so? Also bevor wir die Kinder hatten? Ja, sag ich, so meine ich das. Ja, ach, weißt du noch, Liebling? Nö. Ich meine, worüber wundern sich die Menschen? Wenn man die Paarbeziehungen nicht pflegt, sterben sie von alleine. Aus psychologischer Sicht erscheint mir der wesentliche Grund dafür zu sein, dass unerledigte und ungelöste Themen der Vergangenheit, also das Thema Mutter und Vater, unbewusst wieder lebendig werden, die mit der eigenen Kindheit, dem Erleben von Mutter und Vater oder den noch vorhandenen Aggressionen gegen die Eltern zusammenhängen.
Längst vergessene Themen tauchen wieder auf, die projektiv in die Paarbeziehung eingebracht werden. Das heißt, die Partner merken nicht, dass sie noch Reste in Bezug auf Mütterlichkeit, Väterlichkeit oder Elterlichkeit haben, bis sie ihrem Partner das vorwerfen, was sie immer an ihren Eltern abgelehnt haben. Die Angst, so zu werden wie die eigene Mutter oder der eigene Vater oder gar als Paar so zu werden wie die eigenen Eltern, konnte so lange abgewehrt werden, wie man als verliebtes Paar alle Zeit und Energie der Welt hatte, den Gegenbeweis anzutreten. Aber mit der Geburt des Kindes ist es vorbei mit den guten Vorsätzen, dann ist Stress angesagt und unter Stress machen sich die alten Muster breit, da funktionieren keine guten Vorsätze mehr. Das ist übrigens eine ganz wesentliche Erkenntnis der modernen Stressforschung, dass sie herausgefunden haben, dass wenn Menschen unter besonderen Stress gestellt werden, dass dann ihre sonst im Alltag rational zugänglichen Bewältigungsstrategien, mit denen der Stress dann bearbeitet werden kann, dass die nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern dass ganz alte, rudimentäre Reaktionsmuster wieder hervorgerufen werden und dass deswegen die Menschen dann nicht in der Lage sind, mit dem Stress umzugehen. Der kleinste gemeinsame Nenner. Ein verbreitetes Beziehungsmuster zur Reduzierung der gemeinsamen Sexualität besteht in der stillschweigenden Einigung der Partner auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Beide Partner leben nur noch eine Sexualität und im weiteren Sinne Erotik, die konfliktfrei, risikolos und bequem ist. Wird diese durchschnittliche Sexualität auch noch auf Dauer praktiziert, sodass keinerlei Abwechslung mehr für Erregung sorgen kann, dann ist das die typisch deutsche Erbsensuppe, die zwar ganz gut schmeckt und leidlich nährt, aber mehr auch nicht. Die Folge davon ist, dass eine langweilig gewordene Sexualität freundlich umgangen wird. Die Sexualität ist ganz ordentlich, aber auch nicht besonders aufregend. Man hat sich sozusagen in der gegenseitigen Angstfreiheit eingerichtet und damit jegliche Art von Erregung auf ein mittleres Durchschnittsniveau reduziert. Von wegen, Liebling, ich gehe jetzt schon mal baden. Mut zum Risiko. Es geht darum, die sexuelle Leidenschaft innerhalb einer Beziehung ebenso lebendig zu halten wie die Paarbeziehung selbst auch. Es gilt, der Aufregung, dem erotischen Potenzial, der Erregung, aber auch damit eben der Angst, einen legitimen Platz einzuräumen. Erregung, Aufregung, Lebendigkeit, eine lebendige Sexualität ist nicht ohne Angst zu haben. Angst vor Zurückweisung, Angst vor Versagen, Angst vor allem Möglichen. Das ist der Preis. Die Sexualität hat sehr viel mit der Liebe gemeinsam. Sie braucht die Konstanz, die Geborgenheit und die Sicherheit auf der einen Seite, aber auch die Unruhe, die Veränderung und die Herausforderung auf der anderen Seite. Wenn einer der Partner chronisch, also nicht normal, keine Lust hat, dann ist dies nicht nur Ausdruck seiner oder ihrer Sexualität, sondern immer auch der Partnerschaft. Chronische sexuelle Lustlosigkeit ist immer ein Paarproblem und kein individuelles. Ich komme jetzt kurz zu einem Thema, von dem die Veranstalter mir gesagt haben, erstens hätten sie das Thema hier schon bearbeitet, zweitens gäbe es sowas in Oberösterreich nicht. Deswegen werde ich mich zum Thema Liebesaffären kurz fassen. Männer und Frauen gehen heute mit unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen in eine Paarbeziehung. Dies war wahrscheinlich schon immer so, aber das Problem besteht darin, dass die Ansprüche und Erwartungen entschieden höher geworden sind und diese Veränderungen oft nicht kommuniziert werden, sondern als selbstverständlich angesehen werden. So erwarten Frauen beispielsweise ein höheres Engagement der Männer für Haushalt und Kinder, wenn sie Vater geworden sind. De facto aber steigt das Engagement der Väter nur um durchschnittlich 6 Minuten mehr an Hausarbeit pro Tag, wenn sie Vater geworden sind. Daraus kann Frau den Schluss ziehen, das sei mal wieder typisch Mann, der ewige Patriarch, neue Männer brauche das Land.
Für die Männer ist aber das verstärkte Engagement im Beruf der Weg, für ihre Familie zu sorgen. Dies wird wiederum von den meisten Frauen als Flucht interpretiert. So erleben Männer und Frauen unterschiedliche Szenarien, die sie aber nicht miteinander kommunizieren. Erst in Therapien geschieht das dann, und dann sagen mir die Frauen, wie ich vorhin erwähnt habe, ich komme so gerne zu Ihnen, weil ich hier erfahre, wie es meinem Mann geht. Auslöser für eine Liebesaffäre sind bei Frauen oftmals eine emotionale Unterernährung in der Partnerschaft und bei Männern eine sexuelle. Frauen möchten jenseits von Haus, Frau und Mutter wieder als eine möglichst attraktive Frau wahrgenommen werden. Dies bedeutet für Frauen meist Zugewandtheit, Wertschätzung, persönliche Gespräche, Beziehungsnähe. Männer wollen das Gleiche, nur auf andere Weise. Erst eine leidenschaftliche Sexualität und dann gemeinsame Gespräche, wenn sie denn unbedingt sein müssen. Eine partnerschaftliche Sexualität, die nur noch aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner, einer kuscheligen Sexualität besteht, erstarrt in Langeweile und überlässt den Raum der Erregung und Leidenschaft der Fantasie. Dort stapelt sich die unbeantwortete Leidenschaft, bis sich eine Person findet, der es auch so geht. Damit führt die Angst vor Verlust zu einer Schonhaltung, die genau das Ergebnis herbeiführt, das verhindert werden soll. Liebesaffären sind sowohl Ausdruck einer in die Krise geratenen Paarbeziehung als auch der riskante Versuch der Lösung dieser Krise. Wenn man verstehen will, warum eine Liebesaffäre gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt entstand, dann sehen Sie sich die letzten 3 Monate Ihrer Paarbeziehung vor Beginn der Liebesaffäre mal genauer an. Wenn die Paare mit dem Thema er oder sie hat eine akute Liebesaffäre sozusagen mit dieser Krankheitssymptomatik in die Paartherapie kommen, dann sind sie sehr häufig fixiert auf dieses dritte Objekt, das neben ihnen den Raum mitbetreten hat. Das ist der Geliebte oder die Geliebte, die dann irgendwie mitschwirrt im Raum. Und sie sind beide sehr fixiert darauf und sind dann relativ erstaunt, wenn ich ihnen sage, dass mich diese dritte Person erstmal gar nicht interessiert, sondern dass mich ihre Paarbeziehung interessiert und ich gerne wissen möchte, wann fing das an mit der Liebesaffäre? Wie war die Beziehung 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate vor Beginn der Liebesaffäre? Und dann bekommt man so langsam ein Gefühl dafür, dass Liebesaffären gar nicht zufällig sind. Die Verweigerung einer Veränderung in der Paarbeziehung ist der eigentliche Ehebruch. Letztlich ist also nicht derjenige der Ehebrecher, der die Liebesaffäre begeht, sondern derjenige, der in der Paarbeziehung alles beim Alten und Vertrauten belassen möchte. Eine Paarbeziehung ändert sich immer. Die einzelnen Menschen ändern sich, entwickeln sich hoffentlich und auch die Beziehung verändert sich. Das heißt, wer Kontinuität will, muss sich wandeln. Wer sich diesem Wandel, dem notwendigen Wandel entgegenstellt und alles so belassen will, wie es schon immer war, der bringt die Geister hervor, aus denen Liebesaffären entstehen. Es gibt einen sehr schönen Roman, den ich an dieser Stelle gerne erwähnen möchte. Der heißt von Gunther de Bruyn, Buridans Esel, eigentlich Buridan, ein französischer Philosoph. Das ist der Esel, der zwischen 2 Heuhaufen verhungert ist, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er den linken oder den rechten Heuhaufen essen wollte. Und es ist eine sehr schöne Szene darin, weil der Mann, Leiter der örtlichen Stadtbibliothek, hat eine sogenannte Fräulein Broder. Sie wird nur als Fräulein Broder beschrieben, also das Objekt seiner Begierde, in der Bibliothek kennengelernt und hat dann beschlossen, sie zu seiner Geliebten zu machen und so weiter, ist dann zu Hause ausgezogen bei seiner Frau Elisabeth. Und als dann seine Geliebte nun ernst machen will und jetzt und wir beiden und jetzt geht's mal los, da hat er, wie das häufig so ist, den Schwanz eingezogen und ist dann wieder zu seiner Frau nach Hause zurückgekehrt und steht also strahlend mit den Koffern in der Tür und sagt, hier bin ich wieder, bald bin ich wieder ganz der Alte. Und sie guckt ihn an und sagt, eben. Sie hat sich nämlich verändert.
Sie hat dieses Ausziehen des Mannes dazu genutzt, loszulegen, hat die Zimmer neu renoviert, hat sich einen neuen Job gesucht und ist eine andere geworden. Und als der wiederkommt und sagt, ich bin bald wieder der Alte, da hat sie nur gesagt, eben, was er nicht verstand. Liebesaffären sind die bevorzugte Ausstiegsvariante aus mehreren Gründen. Sie bieten eine Möglichkeit, sich mal wieder leidenschaftlich zu fühlen. Sie setzen eine neue Liebe an die Stelle der alten. Damit gibt es keine schmerzliche und hässliche Zeit in der alten Beziehung, weil eben die neue schon da ist. Man verlässt den Partner nicht aus bösem Willen, sondern weil eben das Schicksal zugeschlagen hat. Eine neue Liebe mindert so die Schuldgefühle. Man ist eben nicht Akteur, sondern Opfer der Liebe. Und man verlässt den Partner, bevor man selber verlassen wird, kommt also dem zuvor und kann so den Schmerz, verlassen zu werden, verhindern. Was sind Lösungen? Ich will nur einige andeuten. Erstens eine Steigerung der Liebe, sich wieder liebenswert machen, die Beziehung wieder kultivieren und wärmen. Das ist immer eine Möglichkeit. Zweitens eine Versöhnung im Sinne eines Verzeihens. Dies funktioniert aber nur, wenn die Hintergründe der Liebesaffäre in Bezug auf die Defizite der eigenen Paarbeziehung besprochen und geändert werden. Geschieht dies nicht, dann belastet ein Verzeihen nur das Beziehungskonto zu Ungunsten des Fremdgehers. Drittens, Trennung und Neuanfang. Das ist immer eine Option. Man sollte jedoch versuchen, sich über das Scheitern der Paarbeziehung so weit klar zu werden, dass man die Probleme, die zum Scheitern der letzten Beziehung geführt haben, nicht in die neue mitnimmt. Und viertens, eine Veränderung. Eine Paarbeziehung ändert sich permanent, beide Partner einzeln, beide miteinander, aber auch die Anforderungen von außen erfordern hohe Anpassungsleistungen der Partner, beispielsweise durch die Arbeit oder die Schule der Kinder. Der Versuch, die Liebe zu konservieren und in der Partnerschaft möglichst alles beim Alten zu lassen, verhindert notwendige Veränderungsprozesse und bringt die Liebe und die Paarbeziehung in Not. Veränderungen sind im positiven Sinne Reifungsprozesse. Die Grundlage von Reifung ist aus der Sicht der Psychologie die Lösung von Konflikten. Reifung geht nicht nur nicht ohne Konflikte, sondern nur durch sie. Wer Konflikte löst, hat größere Handlungsspielräume in der Gegenwart und zugleich Kompetenzen für zukünftige Herausforderungen. Damit komme ich zum Thema, wie Männer verhindern können, dass ihre Frauen sich trennen. Wenn man nach 5 Ehejahren die Eheleute nach ihrer Zufriedenheit befragt, dann antwortet die Mehrzahl der Männer, dass sie ihre Frauen wieder heiraten würden. Von den Frauen würden die Hälfte der Befragten ihre Männer nicht wieder heiraten. Was haben die Männer falsch gemacht? Sigmund Freud kann hier durchaus als guter Ratgeber gelten. Als er einmal gefragt wurde, was nach all den von ihm entdeckten Neurosen denn eigentlich eine gesunde Persönlichkeit auszeichne und was diese können müsse, äußerte er sich für seine Verhältnisse jedenfalls bemerkenswert knapp. Er sagte einfach nur, eine gesunde Persönlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie arbeiten und lieben kann. Ich habe einen Dauerstreit mit meinem Jüngsten, der ist 19, über die Frage der Reihenfolge. Der sagt mir, Papa, du spinnst, du hast gar keine Ahnung. Das heißt lieben und wenn überhaupt arbeiten, dann an irgendwelcher Stelle. Ich sage nein, arbeiten und lieben, darauf bestehe ich. Letztlich geht es darum, die Arbeit zu lieben und an der Liebe zu arbeiten, aber das versteht er nicht. Heute stellt sich für viele Männer die Frage, wie werde ich dem steigenden Arbeitsdruck gerecht und sorge zugleich für den Erhalt meiner Liebes- und Familienbeziehungen? Wie verhindere ich eine Trennung oder Scheidung? Abwarten, bis sie sich wieder beruhigt hat. Die häufigsten Strategien der Männer zur Bewältigung dieser modernen Herausforderungen in Job und Familie sind eher geprägt von Konfliktunfähigkeit und Hilflosigkeit. Die häufigste Strategie der Männer ist das Abwarten, bis der Sturm sich gelegt hat. Die vorrangige Hoffnung der Männer bei dieser Strategie ist es, dass ihre Frauen sich irgendwann wieder beruhigen,
wieder vernünftig werden und ihre Unzufriedenheit wieder vorbeigeht. Die zweite Strategie ist die Flucht in die Arbeit. Wenn es zu Hause zu stressig wird, die Liebe erkaltet, die Kinder von der Frau aufgehetzt werden, dann erscheint der Arbeitsplatz als besseres Zuhause. Denn hier werden die männlichen Qualitäten noch geschätzt. Hier kann das lädierte Selbstbewusstsein aufgetankt werden. Drittens, Liebesaffären. Die dritte Strategie, obwohl meist nicht bewusst eingesetzt, aber das gilt auch für die ersten beiden, ist der Beginn einer Liebesaffäre häufig mit einer Kollegin. Solche Männer sehen sich dann nicht als Akteure neuer Liebesbeziehungen, sondern eher als deren Opfer. Wenn die Frau zu Hause die eheliche Erotik und Sexualität zum Schlachtfeld ihrer Machtkämpfe deklariert hat und dem Mann zusätzlich zu seinem ganzen Stress auch noch die emotionale Nahrung und die Sexualität verweigert, dann ist der Mann eben gezwungen, sich nach zeitweiligem Ersatz umzusehen. Insofern war die Liebesaffäre aus der Sicht der betroffenen Männer nicht gewollt und nicht angestrebt, aber die Bereitschaft dazu stieg und die Gelegenheit dazu lieferte eben das Schicksal. Business-Strategien. Unter Druck gesetzt und zur Rede gestellt, antworten die Männer meist mit männlich-rationalen Business-Strategien, die für das Verstehen und Lösen privater Probleme weitgehend untauglich sind. Analysen und Lösungsdiskussionen unterlegt mit Rationalität, Vernunft, finanziellen Kosten-Nutzen-Analysen und einigen dezenten Hinweisen auf das häusliche Missmanagement der Frauen haben meist nicht die gewünschten Effekte. Anstatt wie erhofft, die Frauen wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen, fördern sie deren Unzufriedenheit und verfestigen bei ihr das Gefühl, das Missverständnis einer ehelichen Gemeinschaft mit diesem Mann bald beenden zu wollen. Empfehlungen an die Männer, ich will einige jetzt hier herausgreifen. Ich habe es versucht, Englisch zu formulieren, weil der moderne Mann von heute am liebsten das in englischen Versionen hat. Also, erste Empfehlung, Quality Time. Da strahlen die Männer immer schon. Also, Quality Time heißt, zeigen Sie Präsenz als Mann und Vater. Dabei geht es nicht vorrangig um quantitative zeitliche Präsenz, sondern eher um qualitative menschliche. Ihre Familienmitglieder müssen das Gefühl haben, dass da ein Mann und Vater ist, der sich sorgt und der die Wünsche und Sorgen seiner Lieben in sein Denken und Handeln mit einbezieht. Wenn Ihre Familienmitglieder dies so empfinden, dann können sie auch mal weniger anwesend oder mal gestresst sein. Wichtiger als Ihre Intentionen ist das, was ankommt. Nicht, was Sie wollen, sondern wie Ihre Familienmitglieder es empfinden, ist bedeutsam. Hinter der Unzufriedenheit der Frauen mit Ehe und Partnerschaft steht oftmals eher der Wunsch der Frauen, ihre Männer wieder in die partnerschaftlichen und familiären Beziehungen hineinzuziehen, zu integrieren, als sich von ihnen unbedingt gleich trennen zu wollen. Erst wenn die Veränderungswünsche als Trennungsabsichten verstanden werden, verstärkt sich der Prozess. Am Anfang steht der Wunsch der Frauen, den Mann aus dem Job wieder mehr in die Ehe und Familie zu bekommen. Ich habe es zum Beispiel so, dass ich freitags abends nicht länger als abends 20 Uhr arbeite. Und ich habe das häufig bei diesen Management, diesen jungen Management-Ehen so, dass der Mann, die kommen mit zwei Autos zu der letzten Sitzung am Freitagabend, kommen mit zwei Autos und der Mann fährt um 20 Uhr dann wieder zur Arbeit, weil er da in Ruhe arbeiten kann und dann noch bis 11. Immer wenn die dann irgendwann mit einem Auto kommen und gemeinsam nach Hause fahren, dann weiß ich, ich habe gesiegt. Qualitätsmanagement. Um zu wissen, was Ihre Lieben empfinden, welche Alltagssorgen oder Zukunftswünsche Sie haben, müssen Sie mit ihnen in Kommunikation bleiben, insbesondere über persönliche Fragen, Überlegungen, Pläne, Wünsche und so weiter. Besonders wichtig ist dabei der Kontakt zu Ihrer Frau. Ihre Kinder würden sich wahrscheinlich nie von Ihnen trennen und die Scheidung einreichen, Ihre Frau schon eher. Corporate Identity. Glückliche Paare reden mehr miteinander als unglückliche und sie gebrauchen in dieser partnerschaftlichen Kommunikation mehr typische, manchmal nur ihnen verständliche Begriffe und Redewendungen, die eine Bedeutung für sie haben. Glücklicher sein heißt dann, sich mehr in Beziehung zum anderen zu empfinden. Teamgeist.
Die modernen Erziehungswissenschaften haben uns nach Jahrzehnten der Erforschung unterschiedlicher Erziehungsstile mit einer relativ einfachen Wahrheit beglückt. Unabhängig vom jeweiligen Erziehungsstil ist das Wichtigste, dass die Partner sich auf einen gemeinsamen Erziehungsstil einigen. Anders ausgedrückt, was Kinder heute von ihren Eltern am meisten brauchen, sind Liebe und Eindeutigkeit. Es geht also nicht vorrangig darum, wer den besseren Erziehungsstil hat, sondern sich auf gemeinsame Leitlinien oder Prinzipien oder Regeln zu einigen. Damit entstehen für Kinder Verlässlichkeit, Orientierung, Grenzen, Sicherheit. Ein großes Thema ist das Thema Problemlösungen. Männer haben manchmal Probleme, weil sie keine Lösungen für Probleme haben und sie trauen sich erst dann, Probleme anzusprechen, wenn sie bereits Lösungen haben. Dann fallen Problembenennungen mit Lösungsverkündigungen zusammen und geben dem Mann das Gefühl der Stärke und der Frau das Gefühl, überflüssig zu sein. Für Frauen sind Männer oftmals entschieden stärker und auch attraktiver, wenn sie es sich leisten, Probleme benennen zu können, ohne gleich Lösungen parat zu haben und dann mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Lösungen sind immer nur dann wirkliche Lösungen, wenn sie von den Menschen akzeptiert und umgesetzt werden, auf die sie sich beziehen sollen. So kann die Lösung für die eine Familie das Problem für die andere sein. Kinder. Versuchen Sie im Kontakt mit den Kindern, deren besondere Neigungen, Interessen, Eigenarten, Fähigkeiten, Temperamente und Charaktere zu berücksichtigen. Lassen Sie die Unterschiede zu und fördern Sie diese. Und bedenken Sie, eine ungleiche Behandlung von Kindern kann gerecht sein. Kleine Kinder dürfen etwas, was Große nicht mehr dürfen. Große Kinder dürfen schon etwas, was Kleine nicht dürfen. Im Übrigen glaube ich, dass das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, darin besteht, deren Mutter zu lieben. Werte. Jede Familie hat ihre kulturelle Identität, ihre gemeinsamen Werte und Traditionen. Diese gelten nicht gleichbleibend, nachdem sie einmal erschaffen wurden, sondern sie müssen beständig überprüft, erneuert und vor allem gepflegt werden. Dies betrifft Geburtstage und Festtage, familiäre Höhepunkte wie Hochzeiten und Konfirmationen, aber auch die kleinen Riten und Traditionen im Alltag. Je mehr Sie diese pflegen und beachten, desto mehr werden Sie mit ihnen identifiziert. Grenzen. Insbesondere die Grenzen zwischen Arbeit und Familie sind für Männer bedeutsam. Ich habe gerade dieses Beispiel, dass sie dann wieder zur Arbeit fahren, berichtet. Ich habe nicht wenige Männer, die dann also in der Woche schon also 50, 60 Stunden arbeiten und dann sich die restliche Arbeit mit nach Hause nehmen fürs Wochenende und dann die Diskussion einsetzte, welcher der beiden Tage, Samstag oder Sonntag, ist dann nochmal mein Arbeitstag zu Hause. Das ist nicht gerade beziehungsfördernd. Werden die Grenzen und damit die Unterschiede missachtet, dann wirkt der berufliche Stress kontraproduktiv zu Hause oder der familiäre Stress leistungsmindernd im Job. Grenzen setzen will gelernt sein. Die meisten erfolgreichen Manager sehen die Anforderungen ihres Jobs als Konstante und die Familie als Variable. Dies rächt sich früher oder später. Sie müssen lernen, den Anforderungen des Jobs, der Firma, der Kollegen Grenzen zu setzen. Wer immer und jederzeit für die Firma da ist, der wird irgendwann ausgepowert, ausgebeutet und nicht mehr ganz ernst genommen werden. Bilanzierung. In allen Beziehungen gibt es aus meiner Sicht eine Art verdeckter Kontoführung und damit verbunden ein Bestreben nach Balance zwischen Geben und Nehmen und Soll und Haben. Fragen Sie mal Ihre Frau, wie im Moment gerade Ihr Konto steht, meine Herren. Und umgekehrt genauso die Damen mal die Herren. Ich glaube, Sie werden sehr überrascht sein über den Kontostand Ihres Liebeslebens. In allen Beziehungen gibt es also eine verdeckte Kontoführung. Und wenn das Konto in einer Beziehung über einen längeren Zeitraum unausgeglichen ist, zieht dies meist massive Folgeprobleme nach sich. Wer permanent das Gefühl hat, mehr zu geben als zu bekommen, der versteht die Beziehung irgendwann als ein Verlustgeschäft. Jeder Mensch muss in seiner persönlichen Bilanz das Gefühl oder die Wertschätzung haben, dass es mit und in der Beziehung letztlich unter dem Strich immer noch besser ist als ohne diese Beziehung. Ist diese persönliche Bilanz allerdings chronisch negativ,
wird eine Trennung immer wahrscheinlicher. Und letzte Empfehlung, Realismus. Es ist nicht nur eine Erfahrung des Alters oder Ausdruck persönlicher Reife, in Familienfragen einen gesunden Realismus zu haben. Liebe kann auch mal in Aggression und Wut umschlagen. Sexualität ist nicht nur immer die reine Lust. Kinder nerven manchmal erheblich und Liebe ist etwas anderes als Verliebtsein. Hängen Sie die Dinge nicht so hoch, dann können Sie nicht so tief fallen. Für die Dauer moderner Ehen und Familienbeziehungen ist manchmal nichts schlimmer als die Vorstellung von einer dauerhaften romantischen Liebe im Kreise einer ewig glücklichen Familie. Und wieso sollte die Partnerin immer liebenswert, attraktiv, vernünftig, ausgeglichen und so weiter sein, wenn sie es selbst nicht mehr sind? Kommen wir zu den Frauen, was Frauen zum Erhalt ihrer Partnerschaft beitragen können. Ich habe es das Madame Bovary-Syndrom genannt. Nur kurz zur Erinnerung, Madame Bovary von Gustave Flaubert. Das betrifft das Thema Erwartungen. Erstens also gestiegene Erwartungen und gesuchte Zufriedenheit. Es ist eine unbestrittene Erkenntnis der modernen Familienforschung, dass die Frauen in den letzten 20 Jahren zunehmend unzufriedener wurden mit Partnerschaft und Ehe. Wahrscheinlich waren Frauen früher nicht unbedingt zufriedener, aber heute ertragen oder erdulden sie vieles nicht mehr, definieren klarere Grenzen und trennen sich, wenn sie das Gefühl haben, alles allein bewältigen zu müssen und nicht mehr geliebt zu werden, wenn nötig auch mit Kind. Ihre Erwartungen und Ansprüche an Partnerschaft und Ehe sind ebenso stark gestiegen, wie ihre Toleranzen diesbezüglich gesunken sind. So sind Frauen beispielsweise nicht mehr bereit, auf eine berufliche Tätigkeit oder Karriere zu verzichten und sich stattdessen um eine Familie, das Heim, den Herd und die Kinder zu kümmern. Die Geburtenrate ist in denjenigen Ländern Europas am niedrigsten, die auch die niedrigste Erwerbsquote an Frauen haben, also Italien, Deutschland und Österreich. Und sie ist am höchsten in den Ländern Europas mit der höchsten Erwerbsquote der Frauen und zugleich den besten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, nämlich Island, Norwegen und Dänemark. Wenn man gesellschaftlich oder familiär die Frauen vor die Alternative stellt, Familie oder Berufstätigkeit, dann entscheiden sie sich immer mehr für den Beruf. Dies ist keine prinzipielle Entscheidung gegen die Kinder oder ein Kind, sondern eher für das eigene Leben. Zweitens, traditionell oder partnerschaftlich. Die dauerhaftesten Partnerschaften sind immer noch die traditionellen mit einer klaren Rollenverteilung einer sorgenden Mutter und einem arbeitenden Vater. Es sind immer noch diejenigen Frauen am glücklichsten in ihren Familienbeziehungen, die in Mutterschaft und Partnerschaft eine Erfüllung sehen, deren Lebensziele und Lebenssinn sich in einer traditionellen Familie verwirklichen. Wenn Frauen sich für ein partnerschaftliches Lebensmodell aussprechen, bei dem Mann und Frau abwechselnd und arbeitsteilig für Einkommen und Familie sorgen, dann entspricht dies ihren Wünschen nach Autonomie und Selbstverwirklichung. Aber die Konflikte innerhalb und außerhalb der Familie sind vorprogrammiert. Wir haben anscheinend immer noch keine gesellschaftliche Situation, die solche Entscheidungen unterstützt und partnerschaftliche Beziehungen ermöglicht. Bedenklich stimmt zudem der Umstand, dass von diesen Tendenzen am ehesten Frauen, wie ich das vorhin erwähnt habe, mit guten Ausbildungen und einem hohen Bildungsniveau betroffen sind. Das heißt, insbesondere intelligente Frauen spielen das Spiel Vater, Mutter, Kind nicht mehr mit. Um hier nicht missverstanden zu werden, ich plädiere nicht für das traditionelle Familienmodell, sondern ich sage, dass unsere Gesellschaft immer noch so strukturiert und konzipiert ist, dass diese Gesellschaft dieses Modell am meisten unterstützt und daher am wenigsten Reibungsverluste dabei sind. Favorisiert wird von den meisten Menschen mittlerweile das partnerschaftliche Modell, aber damit kaufen sich die Menschen eine ganz große Masse an Problemen ein. Ich komme zu den Empfehlungen. Die erste Empfehlung heißt Realismus. Dies wiederum heißt, sich von dem Traum zu verabschieden, dass eines Tages der Märchenprinz kommen werde. Der Märchenprinz im Kopf der Frau verhindert letztlich, dass sie ihre eigene Stärke sinnvoll, ökonomisch und rationell und nicht sich selbst schadend einsetzt. Denn dass sie die Stärke besitzt, das Leben auch allein zu meistern, weiß sie, wenn sie sich von ihrem unzulänglichen Mann trennt.
aber sie beklagt sich und sucht weiter nach einem, der ihr alles abnimmt, sie auf Händen trägt, sie schön und begehrenswert findet, leidenschaftlich ist, ihr wunderbare Kinder schenkt und sie nicht einengt, sie sich selbst verwirklichen lässt. Sie sucht die Quadratur des Kreises. Nicht nur der unzulängliche Mann ist für ihre Unzufriedenheit zuständig, sie selbst nicht minder. Zweitens, versuchen Sie, Ihre Erwartungen, Wünsche und Anforderungen an Ihren Mann der Realität anzupassen. Versuchen Sie nicht, aus ihm den Märchenprinzen zu machen, damit Sie doch noch Ihre Träume erfüllt sehen. Solche Frauen versuchen häufig, ihre Männer so zu erziehen, dass sie ihren inneren Bildern vom Märchenprinzen ähnlich werden. Das führt aber meistens dazu, dass sie sich zu einer Art Besserwisserin aufschwingen und ihn beständig wie ein Kind behandeln. Anschließend beschweren sie sich dann, dass sie keinen richtigen Mann haben, sondern nur ein weiteres Kind zu Hause. Hören Sie auf, beständig besser wissen zu wollen, wer Ihr Mann ist, wie er denkt, was er tun sollte. Ihr Mann denkt, fühlt und handelt anders als Sie. Und genau in dieser Menschlichkeit liegt die Herausforderung für Sie und Ihre Partnerschaft. Es wäre langweilig für Sie und eine Katastrophe für Ihre persönliche Entwicklung, wenn dies nicht so wäre. Nehmen Sie ihn ernst, streiten Sie sich mit ihm über Ihre Meinungen und Ansichten und Hoffnungen, verhandeln Sie mit ihm über alle Veränderungen Ihrer Beziehung, aber versuchen Sie nicht, ihn besser zu kennen als er sich selbst. Dieses Besserwissen dient nur dazu, sich nicht wirklich auf ihn einlassen zu müssen, Ihre eigenen Ängste bei dieser Herausforderung zu reduzieren und weiterhin so tun zu können, als ob sie vielleicht doch noch mal einen Märchenprinzen aus ihm machen könnten. Der nächste Punkt betrifft das, was man als weibliches Multitasking heute bezeichnet. Ihre Unzufriedenheit, meine Damen, rührt doch oft daher, dass sie meinen, alles gleich gut leisten zu müssen. Die Kinder erziehen, den Haushalt schmeißen, den Computerkurs absolvieren, die nebenberufliche Karriere planen, die Kochrezepte des Fernsehens ausprobieren und perfektionieren, den Garten pflegen, die Schulangelegenheiten der Kinder und die dazugehörigen Lernstörungen behandeln und bei diesem ganzen Programm auch stets noch gut zu riechen und gut drauf zu sein. Da sollten Sie immer eine harmonische Ausstrahlung haben und dürfen sich nicht beklagen. Auch sollten Sie nicht zu demonstrativ versuchen, für diesen mehrfachen täglichen Salto eine Anerkennung zu bekommen. Wenn Sie dann auch noch sehen, dass Ihr Mann gleichzeitig viel Lob bekommt und die Karriereleiter nach oben erklimmt, dann seien Sie nicht neidisch. Das outet Sie nur als neidische Zicke. Ein solches Programm, wie ich es gerade beschrieben habe, ist unmenschlich. Das kann kein Mensch schaffen, zumindest nicht auf Dauer. Und es macht auch nicht zufrieden und glücklich, sondern nur frustriert. Versuchen Sie also erst gar nicht so zu werden, darin Ihr Glück zu sehen und sich anschließend selbst ironisch zu beschweren. Versuchen Sie doch lieber das zu tun, was Ihnen wirklich wichtig ist, denn sonst steigert sich Ihre Unzufriedenheit ins Unermessliche. Dazu ist es notwendig. Klären Sie Ihre eigenen Stärken und Schwächen, Ihre Wünsche und Grenzen. In Gesprächen mit Frauen erlebe ich immer wieder, dass sie sich über die Selbstherrlichkeit der Männer, über die Abhängigkeit von ihnen und ihre Dominanz in allen Alltagsfragen beschweren. Aber wenn sie gefragt werden, was sie selbst gerne möchten, wie sie selbst das Leben gern einrichten würden, wo sie ihre eigenen Stärken sehen und vor allem, welche Grenzen sie gern ziehen würden, dann werden sie häufig stumm und verzweifelt. Sie haben sich so lange auf den vermeintlichen äußeren Feind konzentriert, dass sie sich selbst verloren haben. Solch ein Prozess ist schwierig. Meist fällt es ihnen viel leichter zu sagen, was sie nicht wollen, als positiv ihre eigenen Themen einzubringen. Wenn sie diese gefunden haben, allein oder mit anderen, dann gehen sie damit in die Auseinandersetzungen und Verhandlungen mit ihrem Mann. Dem ist solch ein Vorgehen auch lieber. Es läuft dann zwar nicht so, wie er es wiederum in seinen Träumen von einer genialen Verbindung von Hausfrau, Kindesmutter und Geliebter gerne hätte, aber diesen Traum muss er sich wiederum abschminken. Er hat dafür eine zufriedenere Frau und bekommt vor allem nicht irgendwann aus heiterem Himmel die Kündigung der Paarbeziehung eingereicht. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Meinem vorletzten Punkt. Entschuldigung, können Sie noch oder sollte ich den letzten Punkt machen?
Dann erwähne ich das nur ganz kurz. Man hat also zum Thema Liebe ohne Alltag, die Komponenten der Liebe im Alltag. Es gibt ja immer wieder Untersuchungen, viele amerikanische Untersuchungen, in denen also alle möglichen Faktoren herausgefiltert werden, hunderte von Faktoren, was eigentlich eine Liebe glücklich und dauerhaft macht. Der heutige Stand der Dinge sind die Big Five: Liebe, Konflikt, Sicherheit, Investment und Altruismus. Liebe bedeutet eben Leidenschaft und Intimität. Konflikt bedeutet, dass man Konflikte gut lösen kann. Sicherheit ist, dass man Verlässlichkeit in der Beziehung herstellt. Investment ebenso, also denken Sie nicht nur an finanzielle Aspekte, sondern da ist auch die Kinder oder das Thema Heirat durchaus bedeutsam. Und Altruismus. Altruismus ist das Einsehen sozusagen, dass es mir in der Paarbeziehung auch nur gut geht, wenn es dem anderen gut geht. Also der kluge Egoist kooperiert. Ich will zum letzten Thema kommen, damit ich Sie nicht überstrapaziere, nämlich zum Thema: Also sprach der Alltag. Der Alltag hat etwas Diabolisches und handelt wie Mephisto um die Liebe und die Seelen der Menschen. Der Alltag spricht zu den Verliebten. Gut, ihr seid verliebt, haltet eure Liebe für einmalig, ihre Dauer für ewig, ihre Größe für unermesslich. Dann beweist es. Dann will ich euch die Gelegenheit geben, mir diese große Liebe zu beweisen. Und ihr wisst, dass wahre Größe und Einmaligkeit einen wirklichen Test erfordern. Denn einfache und kleine Herausforderungen kann jede noch so kleine Liebe annehmen. Die wahre, einmalige, einzige und große Liebe des Lebens allerdings bedarf der wirklichen Herausforderungen, und die will ich euch stellen. Ihr werdet müde sein, weil eure Kinder euch nicht schlafen lassen, und das wird nicht ein paar Nächte dauern, sondern Monate oder Jahre. Ihr werdet Konflikte und Auseinandersetzungen haben, wie ihr sie noch nie erlebt habt, wie ihr sie noch mit keinem Feind bislang erlebt habt, und ihr werdet in der Wut den anderen verwünschen. Ihr werdet Einsamkeit erleben, obwohl ihr zusammen seid, und ihr werdet verzweifelt sein über den anderen. Ihr werdet Zeiten haben, wo ihr den anderen seht und euch am liebsten umdrehen wollt, um zu gehen. Ihr werdet vom Geliebten bedrängt werden, weil er euch nahe sein will, aber ihr seine Nähe nicht aufstehen könnt. Er wird um Zärtlichkeit, Zuwendung, Sexualität bitten und betteln, und ihr werdet sie ihm nicht geben können, weil ihr euch so weit entfernt fühlt. Ihr werdet die Prüfungen durch andere Menschen erleben, die euch liebevoller und attraktiver erscheinen werden, als ihr es heute glauben könnt, und ihr werdet die Nähe zu diesen Menschen suchen, die Versuchung eingehen, und ihr werdet euch dabei schuldig fühlen. Ihr werdet Zeiten haben, in denen ihr meint, die ganze Welt habe sich gegen euch verschworen, weil eure Familien, eure Freunde oder eure Arbeitskollegen euch zusetzen. Und ihr werdet euch fragen, ob es nicht der Partner ist, der euch diese ganzen Probleme eingebrockt hat. Ob es nicht das Beste wäre, sich von diesem einstmals geliebten Menschen wieder zu trennen, um besser weiterleben und weiterlieben zu können. Wohlan. Wenn eure Liebe so stark ist, dass ihr das alles nicht nur aushalten könnt, sondern bejaht, weil ihr es leben wollt, weil es das Leben ist, dann nur zu. Ich gebe euch die Gelegenheit dazu, eure große Liebe zu prüfen, denn wahre Größe zeigt sich nur in mir, im Alltag. Und es wären nicht die Verliebten, wenn sie all diese Worte hören und zugleich in den Wind schlagen würden, wenn sie nicht zu diesem ganzen Programm der gelebten Liebe im Alltag Ja sagen würden, denn sie sind verblendet von ihrer Liebe. Sagt also nicht, ihr habt es nicht gewusst. Sagt nicht, dass ihr nicht wusstet, dass die Ehen durchschnittlich nur 4 bis 5 Jahre dauern und kein ganzes Leben. Sagt also nicht, dass ihr nie mehr einen anderen Menschen so lieben werdet wie diesen. Sagt nicht, wir hätten euch das alles nicht gesagt. Wir haben es gesagt, aber ihr wolltet es nicht hören. Wenn ihr ein Programm wollt, das euch am besten schützt vor der miserablen Statistik und dem wahrscheinlichen Niedergang eurer Liebe, dann kann ich es euch geben. Nehmt mich als Ratgeber, lernt mich zu lieben, mich, den Alltag. Nur wenn ihr mich lieben lernt, wird eure Liebe tiefer sein und länger dauern als jede andere. Nur wenn ihr nicht mehr den flüchtigen Augenblick des Verliebtseins sucht, wenn ihr eure rosaroten Brillen abnehmt und mich in eure Arme schließt, mich den Stress, die Zeitnot, den Geldmangel und die Banalität, dann werdet ihr die wirkliche Liebe kennenlernen. Nur dann. Wenn ihr den Weg von der verliebten Liebe in die gelebte Liebe geht, wenn ihr von den übermenschlichen Idealen zur menschlichen Realität kommt,
dann hat eure Liebe eine Chance, dauerhaft und glücklich zu sein. Denn ihr könnt vom anderen nicht etwas erwarten, was ihr selber nicht seid. Ihr beide seid Menschen mit Fehlern, Schwächen, Problemen, ungelösten Konflikten, unangenehmen Seiten und Geheimnissen. Wenn ihr darin etwas ändern wollt und, wie ich euch verstehen soll, eure Liebe dazu beitragen, dann müsst ihr den Mut haben, euch mit diesen menschlichen Seiten auseinanderzusetzen, und dabei braucht ihr den anderen ebenso, wie er euch braucht. Das ist die Kur, die ich euch anbiete. Ihr habt die Wahl. Mephisto schweigt und lächelt, und die Verzweiflung der Menschen über seine Worte ist tief. Aber ich hoffe, sie haben ihn verstanden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus